Was war eure letzte Aktivität? Könnt ihr euch da noch spontan dran erinnern? Schnitzel essen. Schnitzel essen, den Kombergblick in Hierbar. Das erste Treffen. Das war vorher. Jetzt trefft ihr euch das erste Mal nach Corona. Vierbar. Und die körperliche Tätigkeit davor war die Mülltonne. Das war letztes Jahr schon. Das ist lange her. Und haben wir keine Tätigkeit davor gehabt? Ja, doch, wir haben aber Bier getrunken. Unverschüttet. Das hatte schon wieder. Was weißt du denn genau, Herbert, wann das in Vierbach war? Hast du das Zeitgefühl noch bis dahin? War das nicht Februar? Ja, im Februar. Ja, ich hätte daheim wohl krank noch. Ja. Das holst, ist die Batterie an. Das muss Ende. Das war an einem Mittwoch im Februar. Das war doch mein Vorschlag, weil wir gehen mal an einem Mittwoch. Ja, da können wir uns mal satt essen, aber wir haben ja an dem Tisch haben wir ja die Leute gehabt, die alles blockiert haben. Ne? Ja, es war aber gut. Eko hat gut gegessen, ja. Das waren ja nur 4 Schnitzel. Ja, dann hat uns eben Corona etwas zurückgesetzt. Ne? Ü59 trifft sich jeden zweiten Freitag im Monat. Nein, falsch. Den zweiten Freitag im Monat. Ja, hat er gesagt. Nicht jeden zweiten Freitag im Monat. Ja gut, das ist in den letzten 2 Monaten oder 3 Monaten. Ja, war es endlich. Aber sonst ist es gut. Jeden zweiten Freitag im Monat. Nein, den zweiten Freitag im Monat. Nicht wegen Corona. Zweiten Freitag im Monat, sondern. Er hat ihm gesagt, jeden zweiten Freitag im Monat. Das ist aber nicht päpstlich. Aber sprich ihm. Ja, Ü59 kann man nur werden, wenn wir an die Grenze des Alters rankommen. Also an die Grenze? Ihn haben wir ja gerade mitgenommen, weil er ein guter Kerl ist und ein bisschen beitragen kann. Und er kommt ja jetzt nächstes Jahr sowieso. In den Genuss, du bist ja irgendwo Vollmitglied zu werden. Noch nicht, du bist noch keine 60. Ja, am 16. April ist er 59. Ja, ja. Ach so, dann ist in Ordnung. Ja, Moment, aber das heißt ja über 59. Über 59. Ja, ist er jetzt über 59? Ja, ist ja gut, aber haben wir nicht schon gemerkt. Wir geben ihn einfach ein Jahr ab und dann ist er. Das haben wir noch nicht schon gemerkt, das müssen wir auch feiern. Das geht ja wieder so. Oh, der war ja letztes Jahr schon dabei, der war ja noch 58. Ja. Gut, jetzt haben wir ja das. Ü59 sind aktiv dabei, wie es auch auf dem Hemd steht, die mindestens vor 1960, Stand jetzt, geboren sind. Ja. Daher habe ich jetzt mal ein paar Fragen aus dem letzten Jahrzehnt oder Jahrzehnten. Oh, von der Geburt her. Ja, von auch vor 60. Und die erste Frage ist, wie heißt der 59 erschienene Roman von Günter Grass? Kupferwanne, Goldpfeife, Blechtrommel. Blechtrommel. Wie hat der Kleine gemacht? Wer moderierte die Quiz-Sendung Was bin ich? Robert Lemke. Habe Kerkeling. Nee, Robert Lemke. Oder Peter noch, Mauch. Der Kerkeling war dann noch Quark. Der Robert Lemke. Ja. Robert Lemke. Wer war in den 50er Jahren Bundeskanzler in Deutschland? Konrad Adenauer. Willy Brandt, Konrad Adenauer, Helmut Kohl. Ja, wir nehmen Nummer 2. Ja, richtig. Wer trainierte die deutsche Fußballnationalmannschaft, als das Wunder von Bern geschah? Sepp Herberger, Otto Netzer oder Otto Netz? Otto Netzer gibt es ja nicht. Und Helmut Schön. Sepp Herberger mal heute. Gut. Sind gut drauf, die U59. Ja, doch. In welchem Jahr wurde die Berliner Mauer gebaut? 61. 59, 60, 61. 61. 13. August. Ja, das weiß ich nicht. Dann schreibst du so. Ich hab's dir gesagt. Da waren wir 13. Ja, August. Deswegen waren ja. 13. Ja, uns August. Könnt ihr ruhig fragen. Ja. Oder wann war der erste Aufstand? 17. Juli in 53.
Ja, ja. Vielleicht kommt ja die Frage noch. Ja. Juli. 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 Was wurde am 25. August 67 im deutschen Fernsehen eingeführt? Farbe, Ton, Geruch. Geruch, auf das warten wir heute noch. Das stinkt die ganze Bude. Farbe. Wer wurde 69 deutscher Bundeskanzler? Wann? 69. Konrad Adenauer, Willy Brandt, Gerhard Schröder. Willy Brandt. Der Weinbrand, Willy. Jo. Ja. Wer moderierte von 71 bis 86 Dalli Dalli? Rudi Carrell, Habe Kerkeling, Hans Rosenthal. Rosenthal. Das war Spitze. Das war Spitze, so hoch. Und dann ist die Kamera immer ausgefallen. Ja. Hänschen Rosenthal. Wer sang in den 70ern Ti Amo? Oder Ti Amo. Elvis Presley, Abba, Howard Carpendale. Howard Carpendale. Gut. Welche Partei wurde 1980 gegründet? Die Grünen, die Linke, die FDP. Grün. Richtig. Grün war's. Wo fand 86 die Atomreaktorkatastrophe statt? Fukushima, Hiroshima, Tschernobyl. Wann war das? 86. 86, das sind wir in Ungarn geblieben. Im April. Ja. So, jetzt mal aufgepasst bei der nächsten Frage. Wer moderierte Wetten, dass in den 80ern? Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert, Frank Elstner. Frank Elstner. Ja, richtig. Der Lippert hat das ja nicht lang gemacht. Oder? Ja, aber da war, muss man schon mal überlegen, oder? Aber wie hieß die erste deutsche erotische Fernsehshow? Dalli Dalli, Alles Banane, Tutti Frutti. Tutti Frutti. Alles Banane. Ego und Hugo Balder. Ne? Ja. Wie oder was bezeichnet man als Aprilwetter? Schlechtes Wetter, Frühlingswetter, ständiger Wetterwechsel. Ja. Nehmen wir die Nummer 3. Gut. Und jetzt nochmal so eine Scherzfrage zum Schluss. Was steht auf einem Grabstein einer 85-jährigen Jungfrau? Ungelocht zurück. Ja. Richtig. Oder ungelocht. Also habt ihr alle Fragen mit Bravour bestanden? Ja, gut. Und dann Prost. Dann Prost. Jawohl. Prost. Ja.